Hallo, liebe Freunde des Engelwolf-Schamanismus, liebe Freunde des Geistertanzes, ihr Lieben, die ihr ähnlich wie wir die Wahnidee habt, wir könnten durch unser Tun ein wenig die Welt retten. Ich begrüße euch an diesem wundervollen Nachmittag hier in New Govinda, unserem kleinen Seminar-Ashram auf Mallorca, Cala Radiada. Wir sind hier gerade mitten in den Wunderwochen, 14 Tage Schamanismus, gestern einen wunderbaren Tanznachmittag, City-Dschungel mit unserer lieben Franziska Bender, um die es ja auch in diesem kleinen Interview ganz viel gehen wird. Ja, und ich grüße euch und ich möchte euch heute etwas zu einem meiner tiefsten Herzensprojekte erzählen, die ich für das nächste Jahr vorhabe. Und die ich mit der eben erwähnten Franziska Bender gemeinsam realisieren möchte. Das ist ein Seminar, wo wir den Geistertanz, zu dem ich gleich noch was sage, und die ja von mir total geschätzte und mit totaler Begeisterung auch praktizierte Leibarbeit zusammenbringe. Wir bringen sie zusammen, diese beiden Dinge. Ich möchte ein paar wenige Worte dazu sagen, wie komme ich zum Geistertanz. Ich habe mich seit vielen, vielen Jahren mit der indigenen Bevölkerung Nordamerikas beschäftigt, besonders mit den Prärie-Indianern, den Indianervölkern, die in den großen Ebenen Nordamerikas Richtung kanadische Grenze gelebt haben, primär Völker der Sioux und der Schwarzfuß. Und ich habe als Kind 100.000 Bücher gelesen, die große Bären, und so weiter und so fort, und war mit denen immer sehr, 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 sehr verbunden. Vor ungefähr 20 Jahren bin ich einem wunderbaren Menschen begegnet, dem Paul Ukusic, einem Mann, der sich als Lebensaufgabe gesetzt hat, den nordamerikanischen Schamanismus so zu verändern und so zu modifizieren, dass er auch für weiße Europäer lernbar und anwendbar ist. Und der Paul Ukusic hat mit seinen Mitarbeitern inzwischen eine riesige Organisation geschaffen für Core-Schamanismus, für Herz-Schamanismus. Und er hat ein unbeschreiblich tolles eine unbeschreiblich tolle Lehrerschar, mit der er diesen Schamanismus ausbildet. Bei diesem Paul Ukusic habe ich vor 20 Jahren meinen ersten Kurs gemacht in Schamanismus und war damals sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und ich verdanke dem Paul eigentlich schamanisch erstmal alles, muss ich sagen. Ich hatte danach noch andere tolle Lehrer, die Gundula Hackel, aber auch den Sven Sauter, alles wunderbare Schamanen. Aber mit Paul ging irgendwie die Tür auf und darum empfehle ich euch auch allen dieses wirklich großartige Buch von Paul, der Schamane in uns, wo man eigentlich alles lesen kann, worum es im Schamanismus geht. Der Paul hatte auch in seinen Seminaren ein Modul Geistertanz, relativ bescheiden, aber man lernte diesen Tanz kennen. Und ich habe mich dann angefangen, weil ich ja Hobbyhistoriker bin und mich schon immer mit den großen Indianerkriegen beschäftigt habe und auch einer meiner Lieblings-Indianer, Totanka Jotanka, sitzt wie ein Büffel, die Weißen nannten ihn Sitting Bull, meinem Herzen immer wahnsinnig nah war, bin ich irgendwann mal auf die Geistertanzbewegung gestoßen. Da gibt es mehrere Mythen, ich will nur einen kurz zitieren, der mir am wichtigsten ist. Als eigentlich alle Kriege verloren waren, als die roten Völker nur noch in Reservaten lebten, hatte ein Prophet, ein indianischer Prophet, eine Vision. Wie schon gesagt, es gibt mehrere Mythen, ich bleibe mal bei der einen. Dass ihm Christus erschien und zu ihm sagte, er hätte sich von den Weißen abgewandt, weil die würden so irgendwie so alles nicht so machen, wie er das eigentlich möchte. Die würden die Welt zugrunde richten und alle freiheitsliebenden Menschen eigentlich massakrieren. Und er würde sich jetzt den roten Völkern zuwenden und er würde ihnen ein magisches Ritual bringen, nämlich besagten Geistertanz. Und wenn die roten Völker das so machen würden, wie er es ihnen sagt, und ich liebe messianische Fantasien, ich liebe messianische
Visionen. Ich habe zwar auch mein Hegel gelesen und ich weiß, dass Entwicklung dialektisch abläuft, aber ich liebe auch die Vorstellung, ich mache was und dann befreit mich das. Oder wir machen was und wir befreien uns und ein Stück die Welt damit. Ich fand es schon toll, meine erste Meditation, die ich vor 40 Jahren gelernt habe, war transzendentale Meditation. Da war ich mit den Beatles auf der gleichen Linie bei Maharishi Mahesh Yogi. Und der hat immer gesagt, wenn 5% der Menschen meditieren, dann macht die Welt einen Quantensprung zu mehr Frieden und mehr Freiheit. Ja, und dieser Prophet sagte eben, wenn genug rote Menschen diesen Tanz tanzen, dann würden die Weißen verschwinden. Ich würde mir wünschen, dass sie nicht ganz verschwinden, aber dass sie sich vielleicht ein bisschen verändern. Aber alle toten Indianer würden zurückkehren und was für die roten Völker ja die größte Tragödie war, die würde reversibel gemacht werden, nämlich die Büffel würden wieder zurückkommen. Ja, und in meinem einfachen Gemüt war diese Vorstellung für mich faszinierend. Tanzend die Welt retten, tanzend den Frieden bewirken, tanzend Unrecht wieder gut machen, tanzend die Natur und ihren Frieden wiederherstellen und als Mensch, der seit 35 Jahren psychotherapeutisch unterwegs ist und betreut wird, war mir natürlich klar, dass wenn ich so etwas tue, es natürlich das Gleiche in mir selbst auslöst, bevor es das im Grunde in der mir umgebenden Wirklichkeit auslöst. Also wenn ich einen solchen Geistertanz tanze, dann tanze ich ihn für meine innere Welt und meine inneren Büffel kommen wieder und meine inneren Unterdrücker verschwinden und meine inneren Indianer stehen wieder auf und als Folge dieses Inneren, wir denken an Hermes Trismegistos, was innen ist, ist außen, würde das dann im Grunde auch im Außen im Grunde entstehen. Ja, und als ich dann unsere wunderbare Franziska traf und mit ihr einige wirklich tief beeindruckende Tanzveranstaltungen machen durfte, war mir klar, ich muss diese Frau fragen, ob sie sich dieses Projekt zutraut. Mir war klar, ich weiß nicht, wen ich sonst fragen soll. Und als sie das hörte, sagte sie dann auch gleich, ja, mach ich. Und daraus hin ist halt dieser Geistertanz, dieses Modul Geistertanz entstanden, was wir im Grunde schon einmal auf dem Schamanentag getanzt haben und was für mich eines der beeindruckendsten Erlebnisse war, die ich auf diesen Schamanentagen jemals erlebt habe, wofür ich Franziska auch nochmal zutiefst danken möchte. Ja, und die Leibarbeit, mein Herzblutkind, meine primäre Source, wie ich immer sage, muss natürlich dazukommen, weil der Leib ist das, was tanzt. Wenn der Leib tanzt, dann entsteht Lebendigkeit, dann entsteht Magie. Und darum werde ich primär die Leiber derer, die tanzen, auf diesen Tanz vorbereiten. Ich werde eine Beleibung machen für unseren inneren Tänzer, wo der, der beleibt, hinhorchen wird in den Leib des zukünftigen Tänzers, was dieser innere Tänzer braucht, um sich ganz zu zünden. Wir werden eine Leibarbeit machen, primär zur Ehrung der Füße, das Hauptorgan, mit dem wir auf dieser Mutter Erde tanzen. Und wir werden natürlich auch Krafttiere suchen für die Tänzer. Wir werden Geisthelfer suchen für die Tänzer und die werden wir in jeden Zentimeter ihres Leibes hineinleiben. Also es wird ein ganz tolles Gesamtpaket von eigener spiritueller Reifung, ich hoffe auch Befreiung werden. In uns werden die Büffel wieder auferstehen, unsere rote Seele wird wieder triumphieren und heilen. Und dann, und da bin